Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Abgefahren ist eine Kooperation von ATV und dem Schulwerk der Diözese Augsburg. Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgefahren mit dem Schulbus unterwegs. Es ist ein bisschen trüb heute draußen, aber es macht uns gar nichts, denn da kommt uns das Thema der Sendung wie gerufen, denn heute treiben wir so richtig bunt. Seien Sie gespannt. Ja, und wir halten uns jetzt nicht lange auf, denn wir haben noch einige Kilometer vor uns. Lindaus kleine malerische Gässchen muss man ja einfach in einem Bild festhalten, so hübsch ist es hier. An meinen Perspektiven muss ich noch ein bisschen tüfteln. Ja, und Farbe könnte das Ganze natürlich auch gebrauchen. Und deshalb gebe ich auch gleich weiter an die Kids der Franz von Assisi-Schule in Augsburg. Die Jungs und Mädels erklären Ihnen das Thema der Sendung und Sie dürfen mitraten. Das sind Bilder, die manche nicht verstehen, was daran so schön sein soll. Weil die Hersteller davon, die geben sich da sehr viel Mühe. Ich denke meistens an die Mona Lisa. Das ist das Erste, wenn jemand den Begriff sagt, sofort. Ich fühle mich halt bei meinen immer frei, weil... Ja, das stimmt auch. Da hat man freie Gedanken. Die Kunst mit ihr, es ist so eine ganz spezielle Sache. Dem einen gefällt's, dem anderen überhaupt nicht. Die Geschmäcker gehen da bekanntlich weit auseinander. Kunst macht unsere Welt ein bisschen bunter und abwechslungsreicher. Und das ist auch gut so, wie ich finde. An Schulen spielt Kunstunterricht eine ziemlich wichtige Rolle. Und Kunst kann dabei noch viel, viel mehr als nur bunt. Bunt, bunter Maria Ward in Lindau. Es gibt fast keine Wand, die nicht bemalt und fast keinen Winkel der Realschule, der nicht künstlerisch aufgewertet ist. Kunst an Schulen hat einen wichtigen Stellenwert. Und nicht nur, weil es schön ausschaut. Kunstunterricht, und das belegen viele Studien, fördert Kreativität. Logisch. Aber eben auch Konzentration und ganz besonders soziale Fähigkeiten. In Kunst ist das Erste, was man lernt, wirklich Zusammenarbeit. Also, dass man sich hilft, wenn der andere irgendwie etwas runterfällt, der Nächste nimmt schon die Kiste mit oder den Malerkittel und man hilft sich gegenseitig. Ja, das ist mir unheimlich wichtig. Teamwork, was eben auch die Wirtschaft fordert, diese Kompetenzen. Und was hier im ersten Moment nach einem großen Chaos ausschaut, ist pädagogisch wertvoll. Welches Pappmaché-Tier möchte ich gestalten? Womit beginne ich? Und wie wird's am Ende ein richtig hübscher Fisch? Entscheidungen fällen, einen Plan machen, kreative Lösungen finden. Alles Talente, die schon den ganz jungen Schülerinnen im Leben weiterhelfen können. Die Mädels der Kunst AG stecken mitten in den Englischprüfungen. Trotzdem oder gerade deshalb wollen sie auf ihren Nachmittagsunterricht nicht verzichten. Heute geht's raus an den Lindauer Hafen. Was für eine herrliche Kulisse. Und genau die soll aufs Papier. Perspektiven, Licht, Schatten, Details. Erst durch Übung wird Malen zur Kunst. Ich finde Kunstunterricht, das macht halt Spaß, einfach weil es auch ein Ausgleich einfach zum alltäglichen Leben ist. Man kann einfach so seine Kreativität ausleben. Und ich finde, man lernt auch einfach unheimlich viel, so was zusammenpasst von den Farben her, wie man räumlich zeichnet. Man kann einfach auf viel mehr Sachen achten im alltäglichen Leben, auf Kleinigkeiten, die fallen einem viel mehr auf und alles. Schöne Dinge bewusster wahrnehmen, ästhetisches Empfinden weiterentwickeln und Altbekanntes plötzlich ganz neu entdecken. In der Kunst ist das möglich. Und so sagte schon Maler Paul Klee, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar. Schön gesagt. Und da ist es doch völlig egal, ob man sich viel Mühe gibt, um einen überdimensionalen Fisch aus Pappmaché zu kleben oder ganz feine Linien zeichnet, um Mimik ganz exakt nachzubilden. Also mir hat am Kunstunterricht immer viel Spaß gemacht, dass er so abwechslungsreich war. Am Ende war nämlich für jeden was dabei.
Hallo, entschuldigen Sie, dürfte ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Wenn Sie an den Kunstunterricht denken, welches Projekt bleibt Ihnen da so spontan im Kopf hängen? Mein Töpferkurs. Da habe ich eine ganz tolle Vase gemacht und die hat meine Mutter jetzt immer noch da stehen. Und Kunst hat mir am meisten Spaß gemacht, das Malen. Weshalb? Ja, man konnte sich da so schön nach außen richten, konnte irgendwas, was einem gut gefallen hat, darstellen. Das hat Spaß gemacht. Hallo, guten Tag, ich hätte eine Frage. Wenn Sie an den Kunstunterricht an früher denken, was hat Ihnen dort am meisten Spaß gemacht? Ja, ich habe schon sehr gerne gezeichnet immer als Kind und da bin ich auch dabei geblieben, eigentlich sage ich mal bis ins Alter so von 50 Jahren. Das war schon immer meine Passion gewesen eigentlich, ja. Die Kreativität einfach auszuleben, einfach, dass man was malen kann oder wie auch immer halt, ja. Kleiner Ortswechsel. Wir sind nicht mehr in Lindau, sondern hier im Schätzler-Palais in Augsburg. Es ist das am besten erhaltene private Wohn- und Geschäftshaus des 18. Jahrhunderts. Das heißt, eine richtige Perle des Rokoko. Es gibt hier die Deutsche Barockgalerie. Es gibt die Stiftung Haberstock. Das heißt, viele, viele wertvolle Gemälde. Einen Rokoko-Garten gibt es hier, sogar ein eigenes Bienenvolk, richtig spannend. Ich bin verabredet mit Manuela Wagner, sie arbeitet für die Kunstsammlungen in Augsburg und als Leiterin der Kunst- und Kulturvermittlung hat sie auch ganz oft Schulklassen hier zu Gast. Hallo Frau Wagner. Hallo. Warum steht denn Kunst anderen Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathe in nichts nach, wenn es um den Sinn und um den Nutzen geht? Also Kunst macht natürlich in erster Linie Spaß oder soll Spaß machen, aber es ist auch ganz wichtig, es fördert kognitive Eigenschaften, das ist nachgewiesen. Es heißt, es kann zum Beispiel das Lernen fördern und es fördert Kreativität. Die Kinder werden kreativ, sie werden eigenständig, sie haben eine Welt für sich entdeckt. Und was ganz wichtig ist, sie kommen zur Ruhe, wenn sie Kunst selber machen. Sie können auch mal im Kopf eine Auszeit nehmen und ein bisschen gelassener und gechillter werden. Sie haben es angesprochen, wir haben es auch schon in der Sendung gehört, Kunst fördert das soziale Miteinander. Es gibt aber auch Studien, wie Sie sagen, dass es kognitiv fördert, logisches Denken, motorische Fähigkeiten sogar, ganz spannend. Warum, frage ich mich dann, fällt Kunst so oft hinten runter im Unterricht? Ich glaube, weil es zu diesen leichten Fächern gehört, weil es eben auch Spaß macht den Schülern tatsächlich und Schülerinnen. Es ist aber ganz wichtig. Also es gehört einfach dazu. Ich finde auch, dass Wirtschaften ein Fach ist, was dazugehört, Mathe und Physik. Für viele leider auch, aber das ist wichtig. Deutsch und Geschichte, aber eben auch Kunst, Musik und Sport sind Fächer, die nicht hinten überfallen dürfen. Man überlässt da vielleicht ein bisschen die Verantwortung den Eltern. Ich finde aber, es gehört in die Schule. Es sollte dort stattfinden und man sollte dort den Kindern eben auch Kunst beibringen. Wie sie mit Kunst agieren können, wie sie kreativer werden. Wie fördert man nun junge Leute im Bereich Kunst? Was macht guten Kunstunterricht aus? Haben Sie da irgendwelche Projekte? Wir haben viele Projekte, die wir anbieten. Wir gehen auch weit über das Malen und Zeichnen hinaus. Wir bieten zum Beispiel Trickfilm-Workshops an. Wir töpfern und Zeichnen und Malen natürlich auch, das gehört in dem Kunstmuseum dazu. Wir machen aber zum Beispiel auch einen Fotoworkshop. Ich finde, dass man Kunst auch fächerübergreifend sehr gut machen kann. Zum Beispiel im Museum, wenn wir in ein Kunstmuseum, in unser Maximilian-Museum gehen, lernen die Kinder dort tatsächlich das Vermessen der Kunstwerke mit dem Theodolit und sie berechnen dann Sinus- und Cosinuskurven. Das heißt, für die Jugendlichen ist dann Mathematik auch wichtig. Insofern machen wir das schon fächerübergreifend und fände ich in den Schulen auch ganz gut. Super, vielen Dank, Frau Wagner. Und wir bleiben im Museum, das heißt nicht hier im Schätzler-Palais in Augsburg. Wir gehen ins Hofmühlmuseum nach Immenstadt. Dort habe ich die Kunstlehrerin Birgit Bolz getroffen und sie ist der Meinung, dass man mit den Schülern rausgehen sollte. Das heißt, in Museen, in Ausstellungen, man sollte öfter in die Stadtzentren gehen und dort wirklich Kunst im öffentlichen Raum kennenlernen. Es gab zuletzt eine Schulklasse, die hat sogar einen Kindergarten in Immenstadt in einen richtigen Hingucker verwandelt. Richtig toll. Und das neueste Projekt, das führt die Mädels zurück in die Renaissance. Es geht um ihn hier. Also, naja, nicht direkt um ihn als Person. Und wenn wir schon dabei sind, gestatten Reichsgraf Hugo Franz zu Königsegg-Rotenfels. Er hat diese ehemalige Mühle hier bauen lassen. Aber nein, es geht um das Genre, Porträtmalen in der Renaissance. Im Hofmühlmuseum in Immenstadt wird für die Realschülerinnen von Maria Stern aus Theorie Praxis.
Ich denke auch, dass das ein bisschen hinführt, in die Museen zu gehen. Wir sind ja ein bisschen auf dem Land. Wir haben jetzt nicht München die Pinakotheken vor uns. Ich glaube, es weckt das Interesse, denn ich weiß nicht, ob alle mit ihren Eltern jetzt da so kulturbeflissen sind. Aber ich denke, man führt sie ein bisschen ein Museum hin und dass es nicht nur grau ist und alte Bilder, sondern dass man wirklich viel daran erkennt und viel erkennt oder Erkenntnissen bringt und dass sie genau hinschauen lernen. Ganz genau hinschauen lernen, darum geht es im nächsten Schritt. Die Mädels sollen nun bestimmte Gegenstände in den Porträts suchen, eine Zigarre beispielsweise. Außerdem sollen sie Maltechnik sowie Haltung, Blick und Ausstattung der Personen in Augenschein nehmen. Nicht ohne Grund, denn das Erlernte werden sie jetzt brauchen. Zeichne dich selbst, hört sich einfacher an, als es ist. Allgemein haben wir gelernt, so wer sich malen lassen hat, aber halt auch das genauere Hinschauen. Also dass man jetzt nicht nur malt Auge, Nase, Mund, sondern halt Augen, dass man auch schaut, ob da jetzt eben mit dem Lichtfleck oder bei dem Mund, dass man kleine Fältchen reinmalt oder so. Ich sehe mich nicht wirklich in dem Bild. Ja, ich finde es auch schwierig, sich genauso abzumalen. Die Proportionen, wo genau die Augen sind, wie groß der Mund ist, ja, das finde ich ziemlich schwer. Selfie machen, Filter drüber, läuft. So leicht hatten es die Porträtmaler der Renaissance wahrlich nicht. Aber ein bisschen Schummeln ist auch heute beim Zeichnen in der Hofmühle erlaubt. Und das Ergebnis, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wow, schön sind sie geworden, die Selbstporträts. Respekt. Und weiter geht's bei uns mit unserem gespielten Witz. Und als wäre das Theaterspielen der Günzburger Gymnasiasten nicht schon längst Kunst genug, geht's auch noch inhaltlich um das Thema. Viel Spaß dabei. Ich glaube an die Erziehbarkeit des Menschen durch Kunst. Weil sich Kunst, wenn sie gut ist, mit dem Auffinden der Wahrheit beschäftigt. Ha! Kunst ist mehr wert als die Wahrheit. Kunst ist Magie. Sie befreit von der Lüge, Wahrheit zu sagen. Ach was, Kunst ist für den Menschen genauso ein Bedürfnis wie Essen und Trinken. Kunst ist gleich Kreativität, ist gleich Freiheit, ist gleich Mensch. Naja, unter Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale. Ich sage, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem besteht darin, wie es ein Künstler bleiben kann, wenn es aufwächst. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Kunst ist das, was man nicht begreift. Tja, Kunst ist etwas, was so klar ist, dass es niemand versteht. An den modernen Gemälden ist nur eins verständlich, die Signatur. Kunst wird erst dann interessant, wenn wir für etwas stehen, was wir nicht gleich restlos erklären können. Ich, Wilhelm Busch, sage euch, oft trifft man wen, der Bilder malt, viel seltener wen, der sie bezahlt. Ein gutes Geschäft zu machen, ist die beste aller Künste. Richtig, Kunst ist nicht, wenn man in die Stube scheißt, Kunst ist, wenn man unter Beifall in die Stube scheißt. Ja, ja, erlaubt ist, was gefällt. Ganz genau, damit ist ja wirklich alles gesagt. Vielen Dank an die Theaterklasse in Günzburg und ihren gespielten Witz. Das war wieder abgefahren. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen.